Das amerikanische Imperium liegt in den letzten Zügen und die Einteilung der Welt in gut und schlecht, links und rechts, oben und unten funktioniert so auch nicht mehr. Als Lula in Brasilien an die Macht kam, war ich eher entsetzt. Er stand vor Gericht vor relativ langer Zeit und wurde auch verurteilt. Und wurde dann auch dementsprechend, als er Bolsonaro ersetzt hat, als Präsident von Brasilien hochgefeiert von den Leuten da oben, genauso wie von Biden und seiner quasi kriminellen Familie der Democrats in Amerika. Überall, wo er jetzt hingeht, macht er Stimmung gegen die Waffenlieferungen für die Ukraine. Der Mann ist vernünftig. Er fordert Kiew auf, wieder verhandlungsbereit zu sein und fährt einen total gegensätzlichen Kurs zu diesen globalistischen Eliten, die per se einen Krieg wollen. Und das müsste mittlerweile jedem klar geworden sein. Es geht hier nicht um die Erhaltung des Friedens. Es geht nicht darum, Frieden überhaupt zu erreichen für die Ukraine. Es ist ein Stellvertreterkrieg. Die Pentagon Papers haben ganz klar gezeigt, dass auch Personal der NATO vor Ort ist. Wenn auch wenig, so ist es vorhanden. Also wir haben hier einen sogenannten Proxy War. Da kann nur einer gewinnen und das sind die Vereinigten Staaten von Amerika oder eher die Biden-Familie, die auch Interessen haben in der Ukraine. Man kann den Ukrainern nur Glück wünschen, denn das brauchen sie. Und wenn ich von den Ukrainern spreche, dann ist es nicht von Selenskyj mit seiner korrupten Regierung, sondern es sind die einfachen Menschen in der Ukraine, die mir unendlich leid tun. Diese leiden unter der Politik von Biden und Konsorten. Opfer dieser Politik werden auch die Deutschen sein. Denn Deutschland wird auf ganzer Linie verlieren. Der Dollar erodiert und die ehemaligen Dritte Weltländer schwingen sich zu Erste Länder, Weltländern auf. Deutschland fällt zurück, ist schon zurückgefallen. Deutschland ist eigentlich wirtschaftlich am Boden. Die Grünen haben es geschafft. Sie machen das Land kaputt und der Deutsche wird der Leidtragende sein, der kleine Mann, ebenso wie der kleine Mann in der Ukraine. Da kann man nur drei Kreuze machen und euch viel Glück senden.